Okay, okay, okay. Das. Da kann ich nochmal ein bisschen sammeln geben. Was haben wir hier? Salze. Silver Eagle. Nehmen wir alles mit. Okay, Munition für Repetitiv, die ist voll. Köfferchen können wir nicht durchsuchen. Hier haben wir nochmal Deckung. Deckung ist das, ne? Tesla-Transformator. Aber was bringt der eigentlich? Ah, wahrscheinlich werden wir Schock-Schocki nutzen, oder? Ich will das mal eben ausprobieren. Warte mal. Oder? Ne. Ne, ich dachte irgendwie vielleicht, aber... Na, doch anderer Meinung, das Spiel. Aber wofür ist denn dann diese Tesla-Spule? Hm. Salvengeschütz. Ach, guck mal, da oben wäre ein Salvengeschütz gewesen. Toll. Das muss mir auch mal einer sagen. Ach so. Ich dachte, ah nee. Salvengeschütz ist ja was anderes als wie ein normales Geschütz hier im Spiel. Ich schau mal eben, ob wir hier irgendwas finden. Aber nicht, dass wir hier weitergehen und irgendwas übersehen. Mülltonne durchsuchen. Ja, warum nicht? Mache ich auch jeden Tag. Meine eigene vor allen Dingen. So. Die wurden auch einfach hingerichtet, eiskalt. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch hier in jeder kacking oder fucking Gesellschaft ist irgendwas, wo was schief läuft. Es ist egal. Wie pflege ich immer wieder zu sagen, wer ganz oben steht, scheißt immer auf den größten Haufen. Das ist immer so. Und sobald die Leute Geld haben, fangen sie an, durchzudrehen. Hey. Danke. Also. Sobald die Leute Geld haben, vergessen sie, wo sie herkommen. Willst du dir das mal so anziehen? Das wird nicht lange dauern. Erledigt. Geh zu Comstock House. Ja, wir versuchen es mal. Na dann. Schon dabei. Aua, Alter. Was? Oh, Scharfschützen, Alter. What the fuck? Alter, die haben mich aber auch gut getroffen, ey. Lecko funny. Hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Die waren gut am Ziel. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Das ist ein guter Tipp. Warum nicht? Elisabeth, das ist echt ein guter Rat von dir. Ich danke dir. So. Geld nehmen wir mit. Was haben wir hier? So, was war das? Ladungshilfe. Genau. Das wollten wir haben. Macht kurzzeitig unverwundbar. Hat zwar jetzt ein bisschen viel gekostet, aber egal. Aber wenn wir schon dabei sind, probieren wir es dann auch gleich mal aus. Kaufen wir direkt mal Salz, dann haben wir wieder was. Kriegst du das geknackt? Das dürfte schnell gehen. So, haben wir den Mülleimer schon durch? Fertig. Nee, haben wir noch nicht. Hallo? Oh, ein Buchladen. Ohne Herz, was kommst doch nicht guck mal, verstand geil. Ist, Lol. Dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist. Nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zum Lutessriss werden. Zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Ist das ein Easter Egg von Fallout? Dass hier so ein kleines Mini-Easter Egg hier eingebaut wird? Kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? So sehr Pitboy-mäßig. So, neue Stiefel. Overkill. Beim Töten mit exzessiven Schäden werden nahe Feinde betäubt. Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Ja, das nehmen wir nur mit. Die komplette Gesundheit wiederhergestellt, wenn man dann... Das ist besser. Das gefällt mir besser. So, hier haben wir Zeitung. In our fair city. Death to good for them. Says Warden Watts. Okay. Pistole brauchen wir nicht. Sieht echt aus so ein bisschen wie der Pitboy, ne?
muss man sagen. Auch hier so ein bisschen so, von der Art und Weise her. Was erwartet uns in diesem Buchladen? Ein... Das habe ich mir irgendwie gedacht, dass wir Gesellschaft bekommen hier. Tja. Damit hat er wohl nicht gerechnet, ne? Danke. So, ich plündere den mal eben. So, wenn wir schon einmal dabei sind. Hier war doch... War hier nicht noch einer? Hä, da waren noch vier, oder? Eins. Zwei, drei. Achso, der andere ist runtergerutscht. Okay. War hier durchsuchen? Ja, Munition haben wir. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass man hier nicht alleine ist. So, was haben wir hier? Voxophone. Hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... Der Knopf unter die Kasse, um sie zu drücken? Ah, dann gucken wir doch mal. Das klingt nach einem kleinen Mini-Rätsel. Das schauen wir uns doch mal an. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, wer steht denn da und guckt um die Ecke? Alter, mach doch nicht so was mit mir. Ich bin doch nur so jung, so unter der Kasse. Wo ist denn hier unter der Kasse ein Knopf drücken? Hä? Hier ist doch die Kasse. Ist doch hier. Hier ist doch, Sally! Der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... Salty Oyster? Den Knopf unter der Kasse zu drücken? Salty Oyster? Das ist aber nicht der Buchladen, ne? Ich höre mir das nochmal an. Sally, der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber... Alter. An die Salty Oyster, das scheint was anderes zu sein. Ja, ich brauche nicht nur Munition, ich brauche noch was anderes. Mein Leben. Geh mir aus dem Weg, du kleiner Penner. Alter. Alter, das ist so brutal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Salty Oyster. Das klingt wie so eine Bar. Blue Oyster Bar von Dings hier, von Police Academy. Kommt die Blue Oyster Bar jetzt, Blue Oyster Bar, sag ich schon, kommt die Bar dann jetzt hier hinter? Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es gibt kein Zurück. Das ist ein guter Hinweis. Ich, wir gehen dann nach Comstock zum Haus. Ich, Ach, wisst ihr was? Komm. Scheiß was drauf, wir machen's einfach. Wir tun's einfach. Wir machen's! Huch. Elevators. So, ich bin in der Registrierkasse. Ich schaue mich nochmal um. Hallo? Komm ich da nicht hinter? Hier ist eine Alpha-Wand, okay. Aber hier liegen noch Silberigel. Ich weiß zwar nicht, ob wir die noch brauchen werden, aber ja. Das klang so. Das klang so nicht mehr zurückkommen, klingt so ein bisschen so Einbahnstraße. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Die Kombination ganz in der Nähe? Das könnte es sein. Was? 4, 5, 3?
Was haben wir denn? 4530 ist das. Hä? Kannst du. Hä? Wie das könnte es sein? 0453. Aber ich kann hier nichts tun. Ah, hier. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, wo. Hallo! Das ist aber ein schönes Haustier. Hast mir aber nichts beim ersten Date davon erzählt. Elizabeth. Kam ja. Was? Kam ja fast hin mit dem Zahlencode, ne? Elizabeth, du. Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Was? Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Ich hab ein bisschen Pipi in den Augen. So, wir erledigen Songbird. Wahrscheinlich ist das jetzt unsere Aufgabe. Puh. Vielleicht dachte das Mädchen, dass nach Fitzroys Tod alles zu Ende sein würde. Aber es gibt noch mehr von ihrer Sorte. Downtown Emporia. Was ist denn Downtown Emporia? Ist das nochmal. Geh zu Comstocks Haus. Sieh mal. Die Vox nehmen hier alles auseinander. Ach, wir sind noch gar nicht da. Ich dachte, wir wären schon da mittlerweile. Oh, dann ist ja noch ein bisschen was zu tun. Wow. Ciao! Hallo Jungs, na, wie schaut aus? Aua, Alter! So, ich wollte schon immer mal auf ein Schiff kommen. Bam! Bam in die Fresse! Und wenn ich mit dir fertig bin, fahre ich nur deine Freunde! Du bist der Beste! So! Oh Gott, was? Alter! Warte mal eben. Wo sind die denn, die Jungs? Ach, da oben. Das ist unfair, dass ihr so weit oben seid. Ich schnall gerade gar nicht, wo muss ich denn hin? Ah, hier ist ein Köder. Ah, das ist ja geil. Uha. Wo sind die? Ach, da oben sind die, ne? Ah. Oh. What the fuck, Handyman? What the fuck? Der Handyman. Oh yeah, der Handyman. Der Handyman kommt gerade. Und ich muss weg. Ciao. Ich habe einen wichtigen Anruf gerade. Alter, ich muss weg. Tschüss. Es wäre schön. Ich habe keine Muni mehr.
Ja! Hör auf damit, Alter. Wow, Alter, ich bin gleich tot. Wow, what the fuck? Was? Hallo? Ich bin gleich tot. Wow, Alter, ich hab nur noch ein Pixel an Leben. Ich hab echt nur noch ein Pixel an Leben. Oh Gott. Was? Handyman können Skylands unter Strom setzen und so alle schädigen, die sie benutzen. Halte dich von ihnen fern, bis sie nicht mehr unter Strom sind. Oh Gott. What the fuck? Entschuldige, hast du ein bisschen Gesundheit für mich? Das ist ganz lieb von dir. So, und Salz wäre auch gar nicht mal so schlecht. Danke. Ich könnte aber ein bisschen Muni gebrauchen. Wo ist der? Fühle, was ich fühle. Willst du mich verarschen? Alter, what the fuck? Was ist hier los? Warum wird das Spiel auf einmal so rasant? So rasant. Alter, die ganze Zeit war gar nichts. Gar nichts. Nichts. Nicht ein bisschen. Und jetzt auf einmal. Elisabeth? Hm, ich kann nur unterm Rock gucken. Oh, hallo. War es das jetzt so langsam? Meine Güte. Ich könnte ein bisschen Munition gebrauchen, Leute. Das wäre ganz cool. Lass mal die Automaten plündern. So, was ist das denn? Was verbilligter Versand erhöht die Schilddauer in Klammern drücken und verringert die Salzkosten halten. Erlaubt es dir, auf dich gefeuerte Munition zu absorbieren und einzusammeln. Boah, das ist geil, das will ich haben. Das will ich haben, Alter. Das ist ja geil. Boah, das will ich haben. Ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich erst das hier, ne? Das kaufe ich mir direkt schon mal. Dann haben wir das. Boah, das ist ja geil. Boah, das will ich haben. Das ist ja noch besser. Boah, hätte ich mal damit gewartet. Weniger Rückschuss, Repetitiergewehr. Ja, wir haben eh nicht mehr so viel Kohle. Aber, was ich machen werde, nochmal eben den Automaten. Zack. Dann haben wir wenigstens ein bisschen nochmal. Oh, Hose. Geisterpose. Töte mit Krähenfallen gibt die, was? Töten mit Krähenfallen gibt eine 50%ige Chance, dass die Waffe des Feindes für kurze Zeit ein geisterhaften Verbündeter wird. Vergleich anzeigen. Wenn die Gesundheit gering ist, hältst du... Das haben wir vorhin angelegt, glaube ich, ne? Erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Ich nehme die Nummer mit. Ich leg die mal nicht an. Ich nehme die Nummer mit. So. Jetzt muss ich mal gucken. Also, wir müssen erstmal weiter. Wir könnten auch Salze gebrauchen. Ich hoffe, wir finden welche. Hier ist ein Schloss. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Was? Dann darf es ja nicht töten. Okay. Auf jeden Fall brauche ich... Oh Gott, was? Wir sind da, oder was? Und wir müssen da irgendwo hin. Comstockhaus. Oh nein. Oh Gott. Wir brauchen unbedingt Munition. Wir haben keine... Wir haben nur noch 7 Schuss. Oh, warte mal. Um auf alle deine Kräfte zuzugreifen, halte L1 gedrückt, um... Was? Ich bin der Terminator. Mein Name ist auch T1000. Absender. Rest to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Lol. Hold and release to create an explosive trap. Boah, die Videos sind so cool. So, drücke L2, um ein magisches Schild vor dir aufzubauen. Halte L2 gedrückt, um ein Schild vor dir zu tragen. Beim Tragen werden Salze verbraucht. Beim Loslassen werden
Kugeln zurückgeschleudert. Aber hatten wir das nicht gerade? Alter. Wir haben alle. Lol. Aber das hatten wir doch gerade schon geholt, ne? Wir haben es gerade schon gekauft, ne? Oh, guck mal, Automaten. Warum kriegen wir hier so viele Automaten? Das muss mir mal einer sagen, warum wir so viele Automaten nicht kriegen. Oh, warte mal. Achso. Warum stehen so viele Automaten rum? Vor allem so schnell hintereinander. Ich verstehe das irgendwie nicht. Wir haben die ganze Zeit... Also hier zwei Automaten, da vorne waren gerade schon drei Automaten. Warum jetzt auf einmal schon wieder so viele? Kein Verkauf. Oh Gott, wir brauchen 1287. Dieses absorbierte Munition, das ist so geil. Oh, warte mal. Wir brauchen Munition, ne?